Ja, da. Baby. Oh. Da hüstet sie und brüstet sie. Ja, aber sonst kommen wir raus aus der Höhle. Ach, das war nur so klein, die Höhle. Wir haben die Missionen abgeschlossen mit Goblin-Höhle. Naja, dann, ja. Oh. Nein, stopp. Stopp! Danke. Was ist denn? Ach so, liegend. Ach so, weil wir hier durchkriechen. Ja, okay. Got it. Ach, beide. Danke. Was ist denn so schwer daran? brennt ein bisschen hier oben. Das ist eine Kiste. Ah ja. Gut, überlasse ich dir mal. Geld, Säure und Streitkolben. Und eine Nahrungsportion. Wenn ein Streitkolben hat, für sie wäre eventuell. Hat sie halt schon an. Hat sie noch im Inventar? Hab sie gerade zugeworfen. Anscheinend. Ja, brennt ein bisschen sehr. There's no one here. Not even corpses. Look. That tower. That's insane. Der muss doch so. The marches are full of stuff like this. The Badlands are worse. Anyway, we have a mission. Let's check the fortifications. Let's check it. Willst du zuerst rennen? Erst nach rechts oder erst nach... Ach, hier ist noch eine Kiste. Kein Weg zum Zielort? Okay. Warum nicht? Weil da keine Leiter ist. Ich komme mal hier hoch. Ah, warte, ich hab... Du bist zu... Ja, ist gut. Du bist zu... Danke, Bärden. Du musst herkommen, wir brauchen Diebeswerkzeug. Ist verschlossen. Okidoki. Ein Schild, Haut, ein Haufen Pfeile und ein Diamant. Hm. Schild gebe ich mal. Bärden. Bärden. Ja, jetzt, gut, der hat halt Metall noch mit dazu, aber ansonsten ist der jetzt nicht so geil. Ein bisschen anders farbig. Bin auf dem Weg. Achso, Bärden springt einfach so runter. Alles klar. Ich sehe schon, ich bin hier, was Körperliches angeht, der Verkümmelste. Verkümmelt? Ja, verkümmelt. Das sieht recht solide nach Ende aus. Hier kommt man rein. Hier geht's. Ich weiß nicht, bin ich hier weiter... Sorry. Ja, was weiter machen? What do you think? Oh, typical Manicalan architecture. The stone cutting is textbook. Using this orange stone from the mountain. Is that all? Stone? I'm not answering that. Wow, wir kriegen 20 EP dafür.
Nice. Hier oben ist noch irgendwas, oder? Da ist eine Truhe, Lena. Kommst du da hoch? Ich mach mich hin. Was? Mach mich hin. Wie? Es fehlt springen. Ah. Ein Manakalon-Rosenkranz. Den habe ich, glaube ich, schon, oder? Geld und eine wütende Violette. Den Rosenkranz habe ich nicht mehr. Ich dachte, ich hätte den. Dir mal zu. Wo ist er? Da. Jetzt habe ich ihn. Komisch. Weird, weird. Links oder rechts rum? Links rum, okay. Oder? There's definitely been fighting here. No one here to greet us. How rude. I was hoping for drinks at least. This is no time for jokes. Right. Es war kein Joke. Whoever this could still be around and we don't want them hearing us. We should look for survivors. 50 people can't just vanish. Did you see that? Nein, ich hab's gehört. Someone's hiding inside the tower. It's a trap. The goblins killed everyone, and now it's our turn. Or they're the survivors, and they're being cautious. We need to get up to that door. If they slaughtered the garrison, they'll pay. Back up! No closer! Who's there? We're not letting you in! And we're not coming out! Is Captain Henrik there? We need to talk to him. Don't you dare speak his name, you filthy bastard! Don't talk to them! They'll cast a spell on you! Don't touch me! Is something not right in there? Was it just me? Let's get to the door. Maybe if they can see us up close, we can show them our council badges. Yes, here was someone. Ah, that's a Tür. Ah, nee, doch nicht. Reden wir drüber. What's this? I think it was a minor gate. At its height, the Manakalan Empire had countless gates like this to magically travel through the Empire. I don't suppose it still works. Some say there are still functioning gates. And this plaque? Any value? Maybe. The Tower of Knowledge? Why not? Nochmal 20 EP. Ja. Da sind ein paar Kisten, die wir verschieben müssen. Dann können wir da, glaube ich, ein bisschen hochjumpen, runnen. Ja. Hoch. Everybody freeze. Ah. Toll, Lena. Natürlich springst du! Natürlich spring ich, ja. Der Einzige, der sich beim Springen darüber auf die Fresse legt. Huch! Hä? Schwefelvipern. Ach so, fliegende Schlangen. Ja. Wegen einem tollen Haustier. Ich hätte gerne Schwefelviper. Ich ja jetzt eher nicht so, aber gut. Ein Stich, zwei Gift. Das Ding kackt dich gleich auf den Kopf, Lena. Ich hab Angst. Mehr als vor dem Angriff. Ein Stich, ein Gift. Da krieg ich sogar Giftschaden. Irgendwo gut positionieren, aber dann greift mich das Vieh, glaube ich, eher an. Hier kriege ich Smithy Range, ja. Again, harder!
Der Zwerg mag es härter, Lena. Könnte nochmal angreifen, Sig. Dann tu das. Weil ich zwei Waffen habe, aber das ist leider ein Ticken zu weit weg. Waffe wechseln kann ich nicht. Hm. Nur einmal pro Zug. The Malmis. Dann gehe ich ein bisschen in Schutz, weil der mich... Warte, ich hätte da hochgekonnt? Schade. The Malmis. Ich mag gerade nicht, dass die sich so alle bei mir hier gerade tummeln. Ist nicht so cool. Arcana. Oli Malmis. Death claims you. Die halten ja gar nichts aus, Alter. Hey, die haben nicht viel AP. Aber noch zu wenige getötet, um das Wissen über sie zu erhalten, scheinbar. Oh, blöd. Danke, Bären. Danke. Deal with it. Muss ich eigentlich gar nicht rüberkommen. Die haben nicht viel Leben. Ja, ja. Weil ich auch nur irgendwas 5 bis 7. Mhm. Another victory. Wo hast du hingeschossen, Nolan? Nicht da, wo ich hinschießen sollte. Denon Ray, LOS? Hm? Okay. I'm unbeatable. Wer hat dich jetzt gerade eben nicht geheilt gehabt? Ich hab einen Heiltrank benutzt. Ach so, ohne das geht's nicht, oder was? Wir hätten eine kurze Rast machen können, dann. Ja, wir müssen uns jetzt mal gerade mal einmal machen, weil wir sind 3 Verletzte. Aufgenommen? Nee, aber die liegt's noch da. Ah ja. Wenn du alles Bülern drückst, nimmt der auch im Umkreis auf, genau. Ah, okay. Ja, kommt mal her, dann können wir kurze Rast machen. Wo waren die nochmal? Ach, da unten. Kurze Rast beginnen. Ich kann würfeln. Okay. Und Arkane Erholung. Hä? Ach so, muss gar nicht, weil ich noch genug Dinge habe. Okay. Weird. Wie ich mich da immer hinlatze, Alter. Wir wissen schon mal gut, dass ich davon keinen Schaden kriege. Hoch, Kamerahöhe. Die freie Kamera, bla bla.
Kamera-Tutorials brauche ich jetzt auch nicht wirklich. Wo ist der Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg jetzt? Keine Ahnung. You damn Sorax. Sorax? Did they say Sorax? You can't be serious. Sorax are a legend for scaring children. You bastards took the captain, but you won't take us. Don't talk to them. We're deputies of the council, sent by Protector Lyra Keen. Oh, nice to meet you. I'm Princess Kaiwad. Get lost. Open the damn door. There are only four of them. Say no. What? I said no! Princess, say what? Thank you for letting us in. Don't thank me. So, you really believe you were attacked by Sorax? Man-sized lizards who speak? Oh yeah, they're real. But we found no corpses, nothing. We know. They took all the bodies, ours and theirs, so no one can prove they exist. You realize, of course, how improbable that sounds. You won't laugh when they come back. We got here without trouble. Then they let you in. And now you're trapped with us. Why would they do that? How should I know? They're Sorax. Are you in charge here? Lieutenant Beryl Stonebeard. Second in command. After Captain Henrik. We'd like to talk to everyone here, if that's all right. As long as you don't try anything clever, we're good. Anything nee. Clever, dumme Tricks. So clever sind wir nicht. Da unten ist eine Kiste zum Looten. Ein Charakter zum Interagieren. Das ist was, was man knacken kann. Du gehst nur alleine, ne? Ja. Das ist ja nur die Kiste. Wie willst du denn zuerst reden? Mit dem direkt daneben. Und dem hier unten? Ja, Schriftrolle der Dunkelheit. Rolle der Plage, unidentifizierter Trank. Der da drin ist. Was? Hä? Hm? Weiter Kundeausrüstung. Ja, wenn wir die doppelt haben, können wir die auch verkaufen. Jo. Doch beide anvisieren so. Greetings, soldier. Hi, name's Robar Sharp. I gather you're a veteran of long standing. Yeah, but I'm not in charge, mind you. This Lieutenant Stonebeard, is she up to the job? Clearly not. Look around. Losing the captain broke her. What do you think of Daliad? Never liked him. He's hiding something. He's been nervous since we came back from the Badlands. But it'd be no good picking a fight with him now. I understand. How about Lisbeth? You're her superior. Good woman. Strong, brave. You can trust her with a sword. That's worth something in my book. So what do you think we should do? For starters, not wait in here for the Sorax to come back and off us. But Stonebeard says stay,
and she's an officer, so... Yeah, she's a stubborn one. And mutiny's a bad look on a soldier. You could talk to her, deputy of the council and all. So if we find a way, you're with us? I'm with myself. But don't let that stop you. So, so. Hat euch gerade blöd gedreht? Zu Lisbeth. Now it's my turn, right? What do you mean? What is this? A murder investigation? Should we be investigating? Maybe. Maybe. Speak up then. Well, let's say this all happened after a certain expedition. Speak up without fear, friend. The scouts. They came back from a raid into the Badlands, found a ruin, came back with loot. The next day, this happens. Coincidence? You tell me. Only one of them's still alive. Daliant. Okay, auf zu Daliant. Was zum Looten dabei, ne? Na gut. Na, erst reden, dann looten. So, who are you, friend? Daliat Sunbird, Scout. Do you believe they were Sorax? Dunno. Seemed real, though. What do you think they wanted? To kill us all. Not big on talk, eh? I'm having a pretty bad day. So, if you'll excuse me, I'm gonna rest now. Was? Hm. Is it me, or didn't he like that last question? Wow, Lena. Jetzt können wir gar nicht mehr looten. Ach, right. We need to make a decision here. The Sorax are real. That's a lot to take in. They can't help themselves or anyone else. We should return to Kira Keflin. If we don't help them, they'll either die or kill each other. Let them. Could be fun to watch. This place is a death trap. We should get out while we can. So, everyone has an opinion. But what are we going to do? And what about Daliant? We got some pretty worrying hints about him. What if he really is hiding something important? We need to talk to him. Find out the truth. Na guck, komm mal doch noch mal dran. Schneller. Pfeile kriegst du. Oh, hast du alles mitgenommen? Ja. Wow. So, das Schild, dann Langbogen aus, exakt der gleiche, den ich schon hab. Nochmal ein Schuppenpanzer haben wir auch schon. Da gibt viel zu verkaufen, wenn wir mal wieder verkaufen können. Ja, nach der Mission. Dann konfrontieren wir ihn mal. Again. We need to talk. Do we? Word is, you took part in an expedition to the Badlands. That's what we do here. The Sorax attacked after you came back. So what? I brought them here? Did you bring something back? We always do. Like the scavengers. Ask Sharp. He has tons of things brought back from there. But maybe this time you took something special. It's nothing of value to Sorax. How would you know? Einschüchtern, überzeugen und täuschen. Ja, überzeugen hat plus 60%, ne? Ja, das ist am besten. Trust us. We're all on the same side here. Außer er würfelt halt so scheiße. No. So.
Erfolgswahrscheinlichkeit, aber wir wissen ja, wie es aussieht. Dann wäre das von Celia das nächst bessere. Ja gut, außer sie wirft genauso scheiße wie er. Das ist richtig. Aber versuchen wir's. Wenn die 50... Show us, we'll help ourselves. Oh, was können die eigentlich? I don't think so. Wir wurden gerade ausgelacht, Alter. Und jetzt greift er uns an. Was zum Fick? Das ist der erste Playthrough, wo mir das passiert. Das hatte ich noch nie. Aber gut. Schieß mal ihm einfach ins Gesicht. Das gibt für alles ein erstes Mal. Der hat 24 Leben. Ein bisschen viel, ne? Mich immer mit Schild ins Gesicht. Aha. Richtige Improvis hier. Oh mein Gott. Mein Zauber. Wahrscheinlich okay. Klatscht er uns jetzt alle weg. Was wir einfach verdient haben. You'll surely prevail. Sie hat nur 9 Leben. Ja. Aber sie hat keine ihrer Trefferwürfel benutzt. Doch einen. Aber sie hat noch einen. Und sehr viel. Ich bin so nutzlos als Magier. Ist der Wahnsinn. Wow. Wie kacke kann man sein? Ja. Wenn nicht. Oder vertreiben wir da. Was war das? Einmal kurz strecken? Geil! Bin nicht so erfolgreich. Ja! Der war schon mal kein Zorak, wie du siehst. You've got some explaining to do. Sorry. Daniel was hiding this from you. That's probably why they attacked. He refused to let it go, despite the danger. I'm not surprised. That's it? So when it's your turn to be killed, I should just say that? Lisbeth! Gerade hier hoch. Viel sieht er schneller als ich. Wir sind noch höher als das Ding, ne? Das hat auch 25 Leben. Alter Vater. Lieber ein bisschen sicherer. Du kannst nicht gewinnen. Ich habe dir 2 Schaden gemacht. Edgy Badge. Ich könnte das auch alleine spielen, I guess. Die können Wände laufen. Ist halt so, Lena. Hinterfrag's nicht. Arcana, Evo, Malmis. A palpable hit. Das ist mal ungewehrt, dass es behindert ist, ja? Ihr seid erledigt, 2 Schaden. You cannot defeat me.
It. Lisbeth. I'm sorry. I should have. Stay with us, brother. We're not the enemy. Sorax. Right. Who's crazy now? We must alert the council. We need to get out of here. That's what we need. Look at that skin. It's unbelievable. He came from here. Look. What's this? A secret passage. Yeah, the secret. From Imperial times. That was just a scout. More will be coming. They're here. They're coming back. Outside. We need to go. Take your stuff. Into the secret passage, before it's too late. Alles klar, Lena, also, wann bist du eigentlich unsere Generalin? Entscheidende Charaktere. Zwei Charaktere, das sind einer Gruppe als Gefährten beigetreten. Passt gut auf sie auf. Sie sind unverzichtbar und wenn sie sterben, ist das Spiel vorbei. Allerdings folgen sie ihnen nicht nur, sie können gerade wieder eine Heldin auch kämpfen und Aktionen ausführen. Ah, schön. Der eine ist mir, die andere dir. Ja. Das ist ja nett. Oh, sorry. Ich wollte ihn nur aufdecken. Bei mir hast du gerade die Luft gestoßen, ja. Bei mir auch. We're all gonna die. Ja, auch durch. Oh, ich hatte noch einen anvisiert. Hoch. Na gut. Sollte bei der Katzin ja wieder alle dabei sein. Yesterday. What's this outfit? Sie fehlt. Timarion. Who wants to open this? You never know, hey. There might be a fortune. Oh, sie ist aber nur klein. Ups. Okay, sie sind noch dahinter. Kommt. You don't mind being on your knees, do you? Okay. Ich komm da nicht rüber. Stopp. Kann ich das umstoßen? Ja, okay. Jetzt nimm's doch. Ach so, ich als. Ich brauche eine extra Anladung. Um darüber zu gehen, anscheinend. Prachtvolle Lederrüstung. Und ein Tagebuch. Und schriftvolle Bewegungsfreiheit. RK auf 11 gesetzt plus Geschicklichkeitsbonus. Wenn mir das bringt. Bringt dir das was oder eher nicht? Ja, doch, ich denke schon. Dann renn halt nicht weiter. Wait, are those Sorax? Who else? Right out of a fairy tale. As ugly as life. And certainly not lizard folk. We can surprise them. Can't we sneak around? From what I see, not a chance. Alright. Ohne Rüstung. Tread lightly. And we all attack. Schön, dass da einer im Stein steht. Er tarnt sich. Schwierig. Überraschungsangriff. Schaffst du es, dich nah an einen Gegner ranzuschleichen oder dass sich diese bemerken, kannst du sie überraschen, wodurch sie ihren ersten Zug im Kampf verlieren. Klicke jetzt mit einem deiner Charaktere auf eine Angriffsoption oder Angriffszauber, ziehe auf einen Gegner und bestätige den Angriff. Damit beginnt der Kampf und du hast den Vorteil der Überraschung. Solange deine Charaktere nicht gesehen werden, haben sie außerdem einen Vorteil bei Angriffswürfeln. Also schleichen. Und gib dir gerade noch die Rüstung. Jo, generell würde ich mit meinem Charakter am ehesten noch am weitesten vorgehen. Oh, sorry. Ich würde mich als erstes platzieren, weil die hat. Ich check gerade noch ein bisschen auf. Alles gut. Oh. Hier sind wir ja noch relativ safe. Und dann im Feuer können wir sogar eine lange Rast machen, wenn wir wollen. Ah. Ach, apropos, stimmt. Die hier hat ja noch einen. Ein bisschen wenig HP. 9 von 19, ja. Und low ist er auch. Nein, okay, hier oben kann ich stehen bleiben. Mit ihr.
Guten Morgen. Was kann eigentlich hier Beryl? Ja, die ist auch eine Klerikerin. Ja, Roba ist, glaube ich, Humanoide. Ah ja. Und hat... Ich glaube, ist ein Tank oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Willst du einen ersten... ja, würde ich machen. Schlischer-Schlag machen, dann... Tita, tu das mal. Ja, der andere ist irgendwo dahin gerannt. So, wir warten, bis er wieder da ist. Ah, ne, hier ist er, glaube ich. Ah, es sind vier. Die drei unter uns und rechts der hier. Du könntest auch diese Stalagmiten runterschießen, ne? Oh, stimmt. Ah, es wird dann noch angezeigt, wohin die fallen, okay. Die Russen müssten doch mehr HP haben als dieser kleine Impf. Noch irgendwo einer? Ach, hier. Komm schon. Nein! Ja, blöd. Ja, okay. Dann greife ich halt einfach jetzt den da an.